Dieses Let's Play wird gesponsert von Aeo, einem Bewahrer des Maxus und einem engen Freund von mir und ein treuer Zuschauer. Vielen Dank für den Support. Hallo und ein herzliches Willkommen hier zur nächsten Folge von Oblivion. Ich wollte gerade Monster Hunter sagen. Keine Ahnung, wie ich jetzt darauf gekommen bin. Für mich geht das jetzt erstmal wieder zur Herzögin von Dementia. Ja, Dementia. Nicht Mania, meine jetzt auf die andere Seite. Mal sehen, was ist. Wir sollen uns ja nach Shogorath, habe ich auch nochmal die Quest durchgelesen, uns mit Reich mehr vertraut machen. Und ja, das machen wir jetzt mal. Seid gegrüßt. Was wollt ihr? Findet diejenigen, die Ränke gegen mich schmieden. Ich behalte euch im Auge. Seid gegrüßt. Ich bin Ania Herrick. Ich diene Fürstin Syl und sie gewährt mir Schutz innerhalb des Hauses von Dementia. Das ist nicht mein Problem, sondern Tat. Tschüss. Was wollt? Ja? Probieren wir mal ein bisschen. Für ein wohlüberlegtes Geschenk. Wohl kaum. Sicher wie nie. Versuch. Ja, oh ja, was immer ihr sagt. Ihr seid gut. Fürst Sheogorath hätte besser daran, nicht länger mit dem Resonator herumzuspielen und lieber alle fortzuschicken. Ich wollte eigentlich das andere wagen. Finde die. Gut, dann haben wir für Dias. Ja. Und ich erwarte sie bald. Geht klar. Sprechen wir mal. Gehen wir zum Folterkeller und sprechen dort mal mit den Foltermeistern. Ist das der richtige Weg? Ja. Die Gänge hier unten. Ja, das. Willkommen im Folterkeller. Hier liegt jemand. Hier liegt auch jemand. Weil sind halbtot. Herr Digga. Was bringt euch in diesen entzückenden Winkel des Hauses von Dementia? Wie kann ich euch zu Diensten sein? Besonders der bezückenden Winkel. Ja, das ist beinahe widerlich. Ich bin der Großinquisitor. Ach ja? Hm. Ich hätte einen etwas eleganteren Auftritt erwartet. Nun ja, vielleicht wachst ihr ja noch in die Rolle hinein. Hoffnung besteht immer, hm? Nun, wir haben viel zu tun. Fürstin Syl ist keine geduldige Dame, wie ihr sicher bemerkt habt. Sollen wir beginnen? Ja. Ah, ich weiß einen entschlossenen Anführer zu schätzen. Ich freue mich darauf, bei diesem Auftrag mit euch zu arbeiten. Geht voran, Großinquisitor. Ja, das Umfeld bedeutet natürlich ihre Hofdame, oder? Ja, eine Assistentin, würde ich mal sagen. Das wäre mein erstes Ziel. Und dann kann man... Hier ist niemand gerade. Private Gärten. Sind wahrscheinlich gerade auch noch niemand. Ich komme da ja nicht rein. Was machen wir? Also, das wäre für mich das. Ja, hier drinnen sind wir in Sicherheit. Hier kann uns nichts passieren, nicht wahr? Ich weiß nichts von einer Verschwörung. Ja? Regel Nummer 1, erstmal wieder ein bisschen bearbeiten. Diese Runde geht an euch. Versucht. Das Rekord. Meine Güte, was für ein Held. Was? Ich kann nicht. Mein. Verzeihung. Ja, das, also, das ist ja relativ simpel. Versucht. Dagegen ist mein Leben. Diese.
Das ist nicht komisch. Ja. Das so. Ihr habt meine Bewunderung. Es reicht. Versucht nicht, mich zu manipulieren. Ich kann nicht widersprechen. Dagegen ist. Das ist. Was für ein. Das läuft doch schon mal gut. Ja, das ist. Nein, nur kaum. Versucht. Diese Runde geht an euch. Ich weiß nichts von einer Ja, das ist natürlich wieder so. Lügnerin. Herrn, die. Folter sie. Bis später. Was habt ihr im Haus von. Warum kommt ihr mit Tardons Problem zu mir? Denkt ihr etwa, ich wüsste nicht, was euch aufgetragen wurde? Hier gibt's keine Verschwörungen. Geht und belästigt ihr. Also der ist mir unfreundlich. Nein, bitte nicht! Ich schwöre, ich weiß nichts von einer Nein, bitte nicht! Schon gut. Bitte hört auf. Ich weiß nichts Genaues, aber in letzter Zeit sieht Ania ängstlich aus. Ängstlicher als gewöhnlich. Ich glaube, mit ihr ist irgendwas los. Und nun, lasst mich bitte in Frieden. Tschüss. Ja. Hier drinnen sind wir in sich. Was? Nein. Ich weiß nichts von irgendwas. Tut mir leid, aber ich kann euch nicht helfen. Bitte nicht. Ja? Bitte. Ich habe nichts damit zu tun. Ich habe nichts getan. Sie wollten, dass ich sie in Süß Nähe bringe. Aber ich habe da nicht mitgemacht. Wer ist auf euch zugekommen? Los, raus damit. Es war Masada. Er sagte, er arbeite für jemand anderen. Er meinte, ich müsse ihm helfen, sonst bekäme ich Ärger. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ein Verrat an Syl könnte mich mein Leben kosten. Aber wenn ich nicht helfe, was wird Masada mir antun? Ihr müsst etwas unternehmen. Gehabt euch wohl. Ja, das ist... Sprechen wir Masada. Irgendwie glücklich, dass wir jetzt hier auf den einfach dafür eine Persönlichkeit sind. So, wo finden wir diesen? Ja, es ist Nacht. Ist doch eine schöne Uhrzeit, um Besuch von einem Inquisitor zu bekommen. Ach, der Palast ist schon schön. Den würde ich gerne in Minecraft haben. Kann man sich schön bauen. Ein Jammer, dass ich Minecraft nicht so gut spielen kann. So, wo finden wir Masada? Ja. Ich möchte euch einen Vorschlag machen. Lasst uns nicht hier darüber reden. Kommt zum Gitter am Ab. Kommt, wenn es. Okay, neue Quest, aber das interessiert mich jetzt nicht. Ja, und ich kann euch schon mal so sagen, ich finde. Rollenspiel würde ich mir wahrscheinlich sogar noch so eine altmodische Karte besser finden als so eine mit Hinweisen und so. Ich weiß nicht genau, wie viel Macht wir haben, ob wir einfach da reinmarschieren können und ihn dann einfach da vor Ort foltern können, ohne dass die Wachen kommen. Natürlich, eigentlich schon. Aber ich weiß nicht genau, wie es ist. Suchen, ich bin immer auf der Suche. Yep, wir auch. Alles ist weg. Alles weg. Habt ihr irgendetwas davon gesehen? Irgendetwas von meinen Sachen? Die anderen, die glauben, ich würde stehlen, aber ich will nur meine Sachen wieder haben. Okay, der Typ ist wahnsinnig. Ich habe gehört, dass Earil von Brittauers Mätzchen die Nase voll hat. Er will wirklich, dass etwas unternommen. Ich fürchte, ich habe keine Ahnung. Bitte nicht! Das sagt jeder.
zweiter Mühe, Inquisitor. Aber solange ihr keinen Beweis für diese lächerliche Verschwörung habt, erfahrt ihr nichts von mir. Kurz mal aktualisieren. Auf Wiedersehen. Gut, finden wir. Ich mag Hunde. Hunde sind was Schönes. Da sagt ein Khajiit. Nein, na. Bitte nicht. Sag ich doch, das sagt jeder. Ich will keinen Ärger. Ich lebe zurückgezogen. Doch manchmal sehe ich Masada und diese dunkle Verführerin Nelreen, wenn sie sich spät abends hinter den Gebäuden treffen. Das ist alles, was ich weiß. Nicht mehr. Na, geht doch. Warum nicht gleich? Ganz im Ernst. Hallo, wir sind wieder da. Ah, ihr wieder. Habt ihr irgendwelche Sachen von Masada gesehen? Einen glänzenden... Ja, ne. Ich habe euch bereits gesagt, dass ich nichts weiß. Ihr könnt nichts beweisen. Eigentlich passt das hier genau dazu. Das ist mir egal. Ja, da voll den. Nein, bitte nicht. Wow. Gebt euch ruhig weiter Mühe, Inquisitor. Ich habe euch bei... Earil hat ein großes Problem mit Brittauer. Ich weiß nicht genau, worum es dabei geht. Aber man kann mit Sicherheit sagen, dass Earil einen großen Wirbel darum macht. Earil besitzt in der Stadt einen Zauberladen mit dem Namen... Ah, ihr wieder. Probier ich mal kurz. Ihr habt meine Bewunderung. Ach, was für ein Unsinn. Gut. Dann ist es wirklich einfach. Meine Güte, ihr macht nichts schlecht. Ihr braucht gar nicht versuchen, mir Honig ums Maul zu schmieren. Spart euch, das ist ziemlich weder jetzt. Welche Abenteuer, wie ich euch... Was für ein... Nichts als leere Worte. Meine... Sicher? Wie niedlich. Ja, das, ich will ja so... Ja, das ist ja eigentlich relativ... Dagegen ist man... Nichts als... Ihr braucht gar nicht versuchen, mir Honig um... Nicht schlecht. Weder jetzt. Fast sie... Spart euch eure Worte. Das war ja schon mal einigermaßen in Ordnung. Nichts... Ja, ich verstehe. Weder jetzt... Welche Abenteuer, wie ich euch beneide. Nicht schlecht. Welche Abenteuer? Ach, versucht nicht, mich zu manipulieren. Erzählt nicht solchen... Meine Güte, spart euch. Der war gut. Das war nicht gut. Der war gut. Weder jetzt... Meine Güte. Oh, bitte. Ich komme überhaupt wieder aufs Ursprungswert raus. Ja, ich... Weder jetzt... Dagegen... Nichts als leere... Sag ich doch, ich komme überhaupt aufs Ursprungswert raus. Ihr braucht gar... Ihr habt meine... Oh, oder auch nicht. Ja, das lief schon mal besser. Entschuldigung, dass es jetzt ein bisschen eintönig ist, aber... Ihr macht mir... Verstehe. Ich habe euch bereit... Schade, ich dachte, sie könnte das mit Wortgewandtheit holen, natürlich auch bestechen, aber... Der wäre wirklich ein Depp, wenn er sich bestechen lässt, um seine Verschwörung zu verraten. Ja. Weil ich ihn sonst ja dann dafür auch verhaften lassen könnte. Nur so, auch wenn ich dann später auch sagen kann, er war's und ihn vor der Füße führe, dann wird er wahrscheinlich auch sterben. Obwohl, ich wäre ja doch einen der besten sportlichen Sachen mal machen. Wo ist denn? Ey, wo ist der schöne Zauber? Ich suche den... Ja, den hier. Oh ja, ist geil. Ja, benötigt... Ja, ihr findet sie überall auf den Inseln. Jügala... Sheogorath hat versucht, sie zu entfernen. Doch sie kommen... Die Herzen der Ordnung, die man bei Jügalaks Rittern findet, können... Okay. Das Leben ist herrlich. Wirklich. Ja, und
Ja, das ist ja auf den Inseln. Das nennt sich. Das ist ja Wahnsinn. Wo ist die Anlagen? Gut. Welche dunkle Verführung ist das? Das wird jetzt natürlich nochmal schön interessant. Oh, warum sage ich interessant eigentlich so häufig? Das ist eins meiner Lieblingsworten wahrscheinlich. Wo ich das in meinen Büchern kaum verwende. Oder? Will mal nachschauen. Was wollt ihr? Ich weiß nichts von einer... Nein, bitte nicht! So. Was? Bitte nicht weiter. Gerne, erzähl. Ich weiß nichts von einer... Bitte nicht. Bitte nicht. Ich weiß nicht. Bitte nicht. Wenn ich so frei sein darf, Inquisitor, ich glaube, diese Person kann nichts zu unserer Untersuchung. Was möchte... Wenn Masada sich tatsächlich mit Nelreen von der Wache ihrer Gnaden beraten hat, würde uns das ein ausgezeichnetes Druck... Falls sich die beiden regelmäßig treffen, habt ihr eventuell eine Möglichkeit, sie zu belauschen. Bis später. Ja. Ich glaube, der hatte aber auch wirklich recht. Das war jetzt gerade natürlich das davor zu besprechen, weil du bist eine eigene Dummheit. Aber. Warte jetzt einfach, bis es Nacht wird. Dann kann man einfach mal kurz nachschauen, ob die vielleicht das ernsthaft vorhaben. Was hat die gesagt? Sie hat gesagt, in Abendstunden, oder was hat er nochmal gesagt? In den Abendstunden treffen die sich. Seid gegrüßt. Ich könnte mich auch aber zu denen stellen und einfach auf ihn mal ein bisschen warten. Ja, das mache ich jetzt. Das sollte auch nicht mehr so lange dauern. Was wir jetzt mit ihm machen? Ach, Verschwörungen zu lösen. Ach, das erinnert mich an ein paar andere schöne Spiele, wo ich auch noch ein bisschen Spaß hatte mit einer Verschwörung. Da war auch eine der besten Quests rein. Oder eine interessante der... Da sehe ich jetzt wieder. Also wie eine wunderbare Questreihe. Da können wir wirklich ziemlich viel Spaß haben. Hatte sogar am Ende so ein paar Entscheidungen. Also ja, es hat mir wirklich gefallen. Und das Spiel ist mir abgeschmissen. So, ihr habt ja gesehen, mein Spiel ist abgekackt. Ich weiß nicht genau warum. Aber ich setze mich jetzt erstmal hin und werde diese beiden beobachten. Ich denke aber schon wieder danach, was sie gesagt haben. Vielleicht habe ich ja Glück. Ach. Egal, ob ich gleich hier schon... Einer meiner Gedanken geht jetzt schon wieder so ein bisschen in die abendlichen, also ein paar, nur das Projekt heute Abend. Denn ich will mir wahrscheinlich auf jeden Fall mal ein bisschen nochmal Sven spielen in LOL. Das war einer meiner Gedanken, aber viel eher will ich sagen, diese, also ich habe euch schon einmal gesagt, das ist hier teilweise wahnsinnig. Habt ihr Fortschritte gemacht? Wird Ania uns helfen? Psst, psst. Wir sind nicht allein. Es ist nicht sicher, hier zu reden. Geht, bevor uns jemand sieht.
Versuche ich das nächstes Mal nochmal. Wahrscheinlich dann wird der andere. Aber das ist jetzt wirklich. Also der DLC gefällt mir schon wirklich gut. Oh, pünktlich 18 Uhr. Hab noch genug Zeit, um das Video noch heute Abend zu schneiden und hochzuladen. Wie lange ich das Video schon noch mache? Eigentlich will ich diese Verschwörung komplett aufdecken. Der Typ ist das Problem. Ja, Inquisitor. Wie ihr wünscht. Ja, warte ich nochmal 22 Stunden. Ja, das mache ich. Manche Tage warte ich relativ einfach komplett durch. Rollenspiele, besonders solche alten, schönen Rollenspiele. Ich würde auf jeden Fall wieder ein paar mehr Rollenspiele spielen. Ja, ich habe Far Cry nochmal irgendwo rumliegen, aber Far Cry 4 habe ich mir gekauft, aber das wollte ich eigentlich spielen. Bin eigentlich noch nicht so wirklich dazu gekommen. Oder habe eher so nicht mehr Interesse gerade gehabt. Kommen diese Affen. Ja, ich nenne die Affen. So, mal kurz einen Moment warten. Also ich warte jetzt mal kurz, bis das hier was passiert. Darum kommt er schon wieder. Ich weiß, dass er mich wahrscheinlich entdecken wird, aber... Er könnte mich gesehen haben, aber ich bin mir nicht sicher. Ich dachte, ich bräuchte länger zu warten. Habt ihr Fortschritte gemacht? Wird Ania uns helfen? Nein, dieser verdammte Inquisitor hat sie erwischt. Wir müssen jemand anderen finden. Seht zu, dass ihr es sofort tut. Dies ist die einzige Aufgabe, die ihr erhalten habt. Wenn ihr sie nicht erfüllen könnt, werdet ihr beseitigt. Ist das klar? Ja doch. Ich will Syl genauso gern tot sehen wie ihr. Sie darf nicht überleben, nach dem, was sie getan hat. Es ist so verabscheuungswürdig. Gut, dann erwarte ich bald einen Fortschrittsbericht. Und verhaltet euch unauffällig. Wir wollen nicht, dass der Inquisitor sich einmischt. Ja, aber mit dieser Information will ich eigentlich nur einen dabei haben. Und zwar den... ich hole mir jetzt einfach kurz nochmal Gefängnismeister, den Foltermeister. Und dann gehen wir nochmal zu ihr. Also zu ihm wahrscheinlich sogar. Und holen uns dann erstmal Informationen aus der Ersthand. Und vielleicht auch später sie auch nochmal als Palastwache. Die Fürstin umzubringen. Ja, das wird ihr leid tun. So, hole ich mir dann mal. Hoffen wir, dass er kurz wach ist, weil ich sonst warten müsste wieder. Aber das interessiert mich jetzt eigentlich einen Käse. Wir haben die Informationen, die wir brauchen. Und jetzt können wir ins Ruhe. Ja, Inquisitor. Ja, holen wir uns jetzt einen
Verräter. Und Walter eine Verräterin. Das wird kompromisslos werden. Maggie. Ja, ich bin immer noch inzwischen ein bisschen traurig, dass ich jetzt... Wie kann ich... Ja, um ehrlich zu sein, bin ich ein bisschen nicht deprimiert, dass ich nicht wirklich ein Gespür dafür habe, 3D-Objekte zu erstellen. Und dann kämen noch ein paar interessante Sachen. Das habe ich schon ein bisschen einfach weggelegt. Oh, die sind da noch. Ah, ihr wieder. Ich habe euch... Was? Seine Ohren gehen nach oben. Es dient dem Wohl von Tiegeln. Das müsst ihr doch einsehen. Bitte versch... Wer ist noch beteiligt? Ich weiß nichts. Bis auf Nelreen. Sie erhält Befehle von jemandem, will mir aber nicht sagen, von wem. Wenn ich es herausfinde, versprecht ihr, mich zu verschonen? Nö. Gut, also schön. Ich besorge die Namen und dann werdet ihr sehen. Es lohnt sich, das verspreche ich euch. Kommt morgen um Mitternacht in mein Haus. Ich werde Informationen für euch haben, nur verschont mich. Das ist doch ein anderes Angebot. Jetzt haben wir schon mal einen Informanten in ihrer Verschwörung. Das ist doch schon mal schön. Mal sehen, wer ist der Chef? Lass mich raten, am Ende ist dieser andere im Hof, der selbst Fürst werden will und irgendwelchen solchen so einen Blödsinn. Aber diese Verschwörung werde ich in dieser Folge noch aufdecken und mit dem Kopf der Bande holen und ihr dann zum am Hofbericht erstatten. Scheiße. Mitternacht durch. Er wurde etwas später. Also als Inquisitor. Die sitzen hier. Ja, die. Ja, der hat die sicherlich irgendwo versteckt. Und wieder aus Wandschrank. Obergeschoss. Schauen wir mal nach. Der Fürst. Ja, ich muss mich gerade ein bisschen umschauen und... Holen wir uns jetzt eine Wache, würde ich mal sagen. Auf zum Palast und keine Gnade mit Verrätern, das ist leider gängige Praxis. Die Verräter werden leiden. Ich will hier wieder einen Vergleich zu Warhammer ziehen, aber... Das habe ich jetzt, den lasse ich jetzt einfach mit Inquisitor. Das war ja auch Inquisitoren, einfach so in Warhammer. Einige der gefährlichsten Kreaturen sind, die es gibt. Nicht einfach, weil die so mächtig sind, sondern einfach, weil die Möglichkeit haben, ihre Macht so zu entfalten zu lassen. Ja, die sind wirklich nicht angenehme Wesen. Wie kann ich zu dienen? Ja, Wachen werden wir vielleicht benötigen.
Sicherheit gibt. Was wollt ihr? Ihr habt keinerlei Beweise. Ihr könnt... Und was wollt ihr damit machen? Ich bin noch nicht einmal die Person, die ihr sucht. Morine steckt dahinter. Ihr braucht solide Beweise, um sie zu überführen. Ihr wisst bereits von meiner Rolle dabei. Mehr habe ich nicht zu... Die Shivering Isles sind ein Spiel. Geht mit unserem Herrn. Wer zum Fick ist Morine? Das ist ja wie eine gute Frage. Wer ist zum Fick ist Morine? Was zur Hölle war das? Dass ich irgendwo Schaden nehme, ist ja normal. Am Ende ist auch jemand gerade gestorben oder so. Aber ich gehe jetzt mal kurz hin und hol mir. Ach, der ist irgendwo hier. So. Wegen Verrat einer Krone oder am Fächerhaus kann man sich mal einbrechen. Ansonsten, ich bin der Großinquisitor. Ich bin das Gesetz. Mehr seine Ruhe? Ist nicht im Frieden. Ich bin Morine. Falls ihr irgendwelche Geheimnisse habt, könnt ihr sie mir ruhig anvertrauen. Ich werde sie niemandem erzählen, außer meiner Familie. Es sei denn, sie sind spannend. Ich sehe, ihr habt euch recht große Mühe gegeben, mich aufzuspüren. Ja, ich habe es inszeniert. Syl verdient einen schmerzhaften Tod dafür, dass sie uns alle verraten und sich auf die Seite unserer Feinde geschlagen hat. Macht schon, tut was ihr wollt. Jetzt ist alles gleichgültig. Dicke, du kannst erst einmal erzählen, warum du glaubst, dass sie... Oder auf welche Seite der Feinde geschlagen hat. Ich würde gerne mehr... Habt ihr denn nicht alles, was ihr braucht? Solltet ihr nicht losrennen, um wie ein braver kleiner Diener alles auszuplaudern? Passt auf euch auf. Ja. Passt gut auf euch auf. Weil ihr seid ja als Wort gekennzeichnet, den Zombie da. Nö. Hatte ich nochmal Glück. Ich wusste es ganz ehrlich auch nicht. Ich dachte, das wäre einfach ein Zombie, der mich dann attackieren würde. Und jetzt habe ich einfach den Zombie ausgelöscht. Und jetzt haben wir schon mal. Weil mich interessiert aber auch so diese. Der Hintergrund, warum sie sich, warum die eine denkt, dass die Fürstin sich mit Feinden eingelassen hat, das wäre eine interessante Information. Natürlich würde ich auch gerne die Informationen haben, aber Verrat ist ja der Verrat. Und... Jetzt will ich mir auch die anderen. Was habt ihr Neues zu berichten, Inquisitor? Ach, tatsächlich? Ich lasse sie auf der Stelle in die Folterkammer bringen. Trefft mich in Kürze dort. Ja? Das hört sich ja schon mal schön an. Kleid sieht
faszinierend aus. Also, ein Stil, der zu dieser Insel teilweise wirklich passt. Auch aber besonders auch zu... Ja. Ich muss mich zurücknehmen, um nicht das Wort meiner Worte zu sagen. Hallo, du Miststück. Wie ich höre, habt ihr zugegeben, dass ihr mich umbringen wolltet. Die Strafe für diesen Hochverrat ist der Tod und sie soll auf der Stelle vollstreckt werden. Jetzt seht ihr, was geschieht, wenn die, welche sich gegen mich stellen, scheitern, wie es immer der Fall ist. Ich bin zufrieden mit eurer Arbeit, Inquisitor. Als Zeichen meiner Wertschätzung schenke ich euch das Leben und mache euch zu einem Höfling von Dementia. Juhu. Außerdem erhaltet ihr diesen Bogen. Mögen eure Feinde euch fürchten und niemals wissen, von wo und mit welchem Zauber ihr zuschlagen werdet. Das? Ist doch schon mal schön. Das war interessant. Passiert ja nichts. Müssen jetzt wieder aufgeladen werden? Ja. Tja, ich kann mir die nicht nochmal ausleihen. Sonst hätte ich die mir im März einmal nochmal ausgeliehen. Habe ich jetzt, ich habe den dann jetzt in den Rang Höfling an den Hof von Dement, ja. Nö, habe ich nicht. Ich fühle mich verarscht. Hallo. Ja, sie ist jetzt zwar höflich zu mir, aber ganz ehrlich, nö, leck mich. Diese Klinge sieht trotzdem gut aus, nehme ich mit. Und ein Bogen, Zufallszauberwirkung. Ja, den Bogen behalte ich. Kann ich auch teilweise wieder auf Bogen schießen gehen. Mit einem zufälligen Zauber. Ja, das klingt interessant. Aber für euch wird das jetzt das Ende der Folge sein. Mit Verschwörung aufgedeckt, als Inquisitor gearbeitet. Das ist für mich ein schöner Tag. Seid gesegnet, Bürger. Hey, ich bin ein Höfling von Dementia. Aber das war jetzt eine schöne Folge. Ich bin doch ziemlich glücklich, aber wie schon gesagt, ich mag die Shaving Isles. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ich nicht vorher schon hier war und das weiter fortgeführt habe. Für euch ist das jetzt das Ende dieser Folge. Ich weiß nicht, was ich morgen hochladen werde, aber wenn ihr einen Vorschlag habt, was ich morgen mal hochladen soll, schreibt mir das gerne als Kommentar. Ich bin Max Soos, abonniert meinen Kanal, falls ihr mehr sehen wollt. Und danke fürs Zuschauen und bis bald und tschüss!